Lass mich in Ruhe. Nun denn, unser Gegner hat einen Kabels, einen Glurak, einen Blitzer, einen Vierli, einen Porygon Z und einen Blitzer. Gut, ich habe gerade überlegt, welches habe ich gerade übersprungen. Okay. Mit wem werde ich denn anfangen? Blitzer. Also Kampfschaft wäre eine gute Eröffnung, wäre Blitzer nicht. Schon mal das Erste. Du. Echt na toll. Du hast nicht gerade so viele physische Pokémon. Du. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ja doch, doch. Honomon. Ich habe einen Plan, aber keine Ahnung, ob der aufgeht. Ja, das ist nämlich ein Y-Glurak ist, werden wir uns das zunutze machen mit unserem kleinen Hundemon. Und dann die Solarkraft ein bisschen auschecken. Auch wenn jetzt so ein Tag eigentlich nicht so zum eigentlichen Spektakel passt, aber nun gut. Öffne mit Libeltra. Wir haben hier Pumpkin. So, du kleiner fliegender Drache. Jetzt gibt's ja erstmal. Oh, ein Erdbeben. War jetzt nicht deine klügste Wahl, würde ich mal behaupten. Hier gibt's erstmal eine Verbrennung von mir. Okay. Bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir auf Ekelsamen. Wutanfall, das ist schon besser. Und macht doch deutlich mehr Schaden mit einem Volltreffer. Okay, er ist jetzt auf Wutanfall eigentlich. Ja, Berserk halt einfach rum. Wir machen jetzt mal Schutzschild. Wutanfall ging daneben. Weil unser Pumpkin sich selbst geschützt hat, er ist verwirrt, wir heilen uns. Die Verbrennung wird ihn nochmal zu Leibe rücken. Alles geht auf seinen gewohnten Gang. So, und jetzt nochmal, versuchen wir ihn nochmal zu bepflanzen. Oh, er ruft sein Pokémon zurück. Hat wohl gemerkt, dass es doch keine so gute Idee ist. Oh, ein Shiny Porygon Z. Plop, 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 plop. Oh, hier sieht Porygon Z echt aus, als hätte es eine Macke. Okay, es sah schon immer aus, als hätte es eine Macke. Das steht ja auch in seinem Pokédex-Eintrag. Es hat einen, ja, eine, so ein beschissenes Update bekommen, dass es jetzt richtig komisch ist. So ungefähr. Nun gut, ich warte jetzt erstmal einen Zug ab. Um mich dann nochmal ein bisschen mehr heilen zu können. Finster, ouch. Ouch. Finster, ouch. Ouch, ouch, ouch. Und nicht mein größter Schwachpunkt hier in dem ganzen Kader. Ich gehe lieber auf Phantomkraft. Wenn er jetzt hier. Okay, er kommt doch mit Eisstrahl. Uaks. Das macht Schaden. Klar, wir können ihnen damit zwar keinen Schaden machen, aber wir können uns hier verbarrikadieren und uns damit schön hochheilen. So, jetzt kann er seinen nächsten Zug ja in die Tonne kloppen, weil er wird uns nicht treffen. Ich würde dir eh keinen Schaden machen, aber gut. Es ist dem egal, Punkt egal, was er macht. Ich mache eh keinen Schaden auf ihn. Aber halt der Vorteil ist, ich verziehe mich so lange, bis der Gegner einfach mir so viel Energie von sich gegeben hat, dass ich eigentlich komplett, ja,
Wie viel Schaden ist es denn, den wir da, wenn es das uns, wovor wir uns verstecken? Das sind ja insgesamt Ende des Zuges. Es sind insgesamt ja 6 Züge fast schon. Also 6-mal werden wir geheilt. Also 6-mal. Das sind 3 Züge, 6-mal werden wir geheilt, genau so. Also, jetzt kann ich gerade wieder mit Phantomkraft machen. Oh, Mist. Er tauscht aus. Ja, das ist eigentlich die beste Wahl, die hättest du machen können. Schon die ganze Zeit. So. Nun gut, was machst du? Ich denke mal, das wird ein Y-Glurak sein. Ich kann mir natürlich auch ein X vorstellen. Naja, es ist wie ich mir dachte, schon Y-Glurak. Duh. Oh ja. Auch wenn ich es ungern sage, aber jetzt möchte ich irgendwie, dass Pumpkin doch besiegt wird. Wir sind eh bei vollen KP. Ich setze mal Ekelsamen trotzdem drauf. Dieser mächtige Flammenwurf tötet uns instant. Aber gut, genau das ist ja das, was ich wollte. Alles läuft nach Plan. Nicht dein Ernst. Hat irgendjemand diesen Ruf von eben erkannt? Wenn nicht, ich lese euch meinen Deckseintrag vor. Vielleicht hilft euch der auf die Sprünge. Wenn es hungrig ist, versetzt es die Menschen, die es trifft, in Schlaf, um ihre Träume zu fressen. Hat es Klick gemacht? Der eine oder andere fragt sich, was hat dieses Pokémon mit Halloween zu tun? Ist gut, es frisst Träume. Aber warum gerade dieses Pokémon? Feuerrot und Blattgrün bekommt ihr den Auftrag, ein kleines Mädchen namens Irma zu retten in einem Wald. Dieser Wald befindet sich auf Island 3, westlich davon. Wenn ihr dieses Mädchen gefunden habt, greift euch ein Hypno an. Aber nicht nur in Feuerrot und Blattgrün ist dieser Vorfall aufgetreten, sondern auch in der Sendung mit Ash und Pikachu. Da wurden auch Kinder entführt von Hypno. Hypno strahlt eine Aura aus, die auf junge Menschen wirkt, sie hypnotisiert und zu einem bringt. Also, liebe Kinder, haltet euch schön von Hypno fern. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, let us run. With Hypno, you will have so much fun. Oh, little children, please don't cry. With Hypno, wouldn't hurt a fly. So, auf geht's, Freunde. Der nächste Kampf steht an. Goku 120. Cool, Goku. Hat ein Gardevoir, ein Knackhack, ein Pyroleo, ein Gengar, ein Quajutsu und ein Fiero. Also, ich möchte jetzt nochmal mich, jetzt nicht entschuldigen, aber ich möchte halt nochmal die Info bringen, dass zur Zeit, wo ich dieses hier aufnehme, der Pokémon Global Link, derzeit nicht zur Verfügung steht, wegen Wartungsarbeiten, zumindest auch laut der Mail-Anzeige. Am 28.10., ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, und derzeit keine bewerteten Kämpfe machen kann. Und ja, deshalb ich hier in normalen Kämpfen rumgeistere, im wahrsten Sinne des Wortes hier mit meinen Geistern. Obwohl, diesmal habe ich nur 2 Geister dabei. Aber egal, Pyroleo, Fiaro ist immer so bitter. Fiaro ist eine gern gespielte Öffnung. Deswegen will ich mit Eschnatoll anfangen.
Kramschaft will ich auch haben. Und er hat zwei Feuer-Pokémon, aber wäre Pumpkin eigentlich blöd. Aber er hat leider auch ein Quatschutzu. Quatschutzu ist halt das Pokémon, was mir immer wieder ein Dorn im Auge ist. Und halt Quatschutzu ist auch eine beliebte Eröffnung. Fiaro und Quatschutzu sind sehr beliebte Eröffnungen. Ja, bin schon mal gespannt. Wahrscheinlich habe ich jetzt die Hinterkarte gezogen und eröffnet mit Pyroleo. Okay. Damit kann ich leben. Direkt Plage einsetzen. Du bleibst hier. Du bleibst im Kampf. Passt. Du bleibst im Kampf hier. Bitteschön. Zip. Du bleibst hier. So. Okay. Jetzt muss ich nur hoffen, dass meine Taktik aufgeht mit Gedankengut. Schallwelle. Es hat keine Wirkung. Ich bin ein Geist, mein Freund. Ich bin ein Geist. So, wechseln kannst du eh nicht. Du bist von der Plage heimgesucht, so ungefähr. So, wir erhöhen weiter unsere Spezialverteidigung. Nein! Autsch, 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 autsch. Nix gut. Nix, nix gut. Das tut weh. So, jetzt haben wir zumindest einen guten Spätstaffwert jetzt. Aber trotzdem, tut weh. Tut weh. Ich muss jetzt instant auf Erholung gehen. Ja, Fensteraura. Ha, komm. Ich dachte schon wieder, ich habe mein Glück und jetzt bin ich entweder schrecklich zurück oder er krittet mich weg. Erstmal schön hochheilen. Und Plage macht weiter Schaden. So. Ich kann jetzt für, keine Ahnung, Plage weitergehen. Ich kann eh nichts machen. Mein Gegner kann nicht wechseln. Weil wir so eine tolle Plage auf ihn haben. Ich finde es irgendwie cool. Plage tickt weiter, wo wir schlafen. Sieht man diesen Pokémon überhaupt an, dass es schläft? Glaub nicht. Aber ich hätte Spaß, habe nochmal Gedankengut ein. Oh, der braucht wirklich viele Schläge, um uns hier dingfest zu machen. Oh, er wurde aus der Plage befreit. Ich setze nochmal auf Gedankengut, komm. Because I can. Gut, da hat sich mein Glück wieder gezeigt. Wir dürfen gerade wieder in den Schlaf zurückkehren. Weil wir einen Rückschreck erlitten haben. Jetzt hat aber er die Möglichkeit, einen Tausch zu machen. Und ein anderes Pokémon einzubringen, weil die Plage nicht mehr auf ihm sitzt. Nee, er spammt weiter mit Finsteraura. Ja, ich würde gerne hier ein Plage. Was? Kräftreserve? Was hat denn der da für Typ drauf? Nichts Berauschendes scheinbar. Na komm, hau die Plage raus. Flammenwurf. Kann es sein, dass denn seine Finsteraura schon leer ist? So, hier hast du eine Plage. So. Ich weiß nicht, Pyroleo finde ich total cool eigentlich, weil er dieses Königsgebrüll hat. Was ja an sich eine sehr schöne Attacke ist, in meinen Augen. Och ja, macht noch Schaden, aber wir machen Gedankengut. Mussten unsere Spätstaff damit nochmal einen Ticken. Den Spezialangriff nutze ich zwar nicht, aber passt schon.
Jetzt würde ich... Ich würde auf Erholung gehen. Das Pokémon stirbt eh in der nächsten Runde. Und wir können uns heilen. Also in dieser Runde, Entschuldigung, die Plage macht das ja in dieser Runde kalt. So. Die Mumie kehrt zurück, so ungefähr. Ich finde echt noch toll, das ist doch ein cooles Pokémon irgendwo. Oh, Fiaro. Fiaro mit Sturzflug. Das ist klar mit Fiaro. Das tut dir mehr als mir. Oder dir mehr weh als mir, habe ich das Gefühl. Mumie kriegst du erstmal. Bams. So. Zack, jetzt kriegst du deinen Pollenhelmschaden, deinen Rückstoßschaden. Und Life Orb. Du hast genauso viel Schaden erlitten wie ich. Genauso viel Schaden. Also Einschlag muss ich auf jeden Fall noch wegtanken. Also Fiaro kann uns niederbursten. Aber wie gesagt, es kriegt so viel Schaden selbst ab. Es wird sich mit seinem nächsten Angriff selbst töten. Auf jeden Fall, wenn er jetzt nochmal den Sturzflug ansetzt, ist es sein Todesurteil. Ich kann auf Schutzschild gehen, aber es würde mir nichts bringen. Aber egal, Fiaro tötet sich selber. Bums, Beulenhelmschaden. Ich nur toll, geht zu Boden. Rückstoßschaden und Life Orb. Und damit ist das Pokémon selbst an sich selber gescheitert, so ungefähr. Ich nehme erstmal X-Bart rein. Was ist das denn? Quatschuzu. Das Pokémon, wo ich so viel Angst vor habe, schickt als letztes rein. Ränkeschmied. Ich weiß, es ist riskant. Und ja, es ist riskant. Es war sogar zu dumm zu erwarten, dass der... Komm schon halt durch. X-Bart. Sauber. Er ist ja jetzt Typ Eis. Er ist nicht mehr Typ Wasser. Matschbombe. Ich mach Matschbombe. Ist mir sicherer, anstatt die Genauigkeit von dem anderen auszunutzen. Jupp. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. So, mein Freund. Kramchef. So. Tiefschlag. Bams. Volltreffer. Auch wenn es nicht nötig gewesen wäre. Kramchef hat genug Schaden auf Lager. Gut, dass ich mich so entschieden habe, den Tiefschlag für den Schluss zu behalten. Okay, Freunde, das war's für dieses Mal. Entschuldigt den ersten Kampf, wo der einen Disconnect hat, aber es ist halt einfach Pokémon Global. Link ist halt down momentan und deswegen, ja, bin ich halt ein bisschen an die Trainer gebunden, die mir da außerhalb der bewerteten Kämpfe entgegenkommen. Und die neigen halt öfters dazu, einfach ihren DS mal, wie sagt man so schön, ja, einfach mal ihren DS beim Rennen zuzuklappen, so ungefähr. Keine Ahnung. Ja. Gut. Ich hoffe, dass jetzt am nächsten Tag das dann wieder geht. Mit dem Pokémon Global Link. Also, wahrscheinlich heute, wenn der Part erscheint, teste ich, ob der Pokémon Global Link wieder geht. Dann werden wir wieder in bewertete Kämpfe erstes hier weitermachen. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Come little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, let us run. With whom you have so much fun. Oh, little children, please don't cry. With whom wouldn't hurt a fly.